Hallo, lieber Aufrufer, grüß Gott. Hallo. Fiati, oder wie man auch sagt in Bayern. Nämlich im Moment wird also darüber diskutiert, dass von einer Schule in Passau den Schülern gesagt wurde, sie sollen nicht so neumodische Sachen wie Tschüss oder Guten Tag oder irgend sowas sagen, sondern eben, wie es sich in Bayern gehört, Grüß Gott. Und es ist ja so, dass Bayern ein Land ist, ein Landwirtschaftsland, und die meisten kommen ja nie nach München, denn dann wüssten sie, dass die Münchner natürlich mit Vorliebe Ciao sagen. 60% der Münchner sind sogenannte Zugereiste, Zugroaste. Und die sagen auch schon mal Moin Moin oder was es eben so gibt. Und insofern ist das mit dem Grüß Gott eine Sache, die man ja aus Verbundenheit, Familiensinn oder Gewohnheit sagt. Aber das ist durchaus auch ein Zug der Bayern, wenn sie Servus sagen. Das tun die freiwillig. Sie lassen sich nicht so gerne dazu zwingen. Insofern, hallo liebe Bayern, ciao. Und damit bin ich hier bei meinem Tagesthema. Süddeutsche Zeitung hat etwas, was ich miteinander verbinden möchte, auf Seite 1, nämlich Bank will Millionen Schadenersatz von Faltelhauser. Faltelhauser war früherer Landesfinanzminister zur Zeit von Ministerpräsident Kurt Beckstein und Erwin Huber, den beiden für 6 Milliarden Flop die Bank von dem allseits beliebten Jörg Haider zu kaufen. Und die Adria Alpe Bank, die ein riesen Milliardenverlustgeschäft für Bayern geworden ist, will jetzt also Schadensersatz von dem verantwortlichen CSU-Minister. Und es ist jetzt also sozusagen soweit der ganze Fall vorbereitet, dass es wohl zu einem Schadensersatz, also zivilrechtlichen Prozess kommt, ungeachtet von strafrechtlichen Sachen. Und das Ganze wird jetzt so hingezogen, dass es in das Jahr 2013 geht. Und 2013 ist nämlich dann dieses Thema hier. Das ist Christian Ude, der beliebte, verdiente Münchner Oberbürgermeister, Weltmeister im Anzapfen des Oktoberfestfasses. Und hier heißt die Überschrift: Der Sonnenkönig von der Bayern-SPD, Spitzenkandidat Christian Ude, kennt sich aus in Festzelten. Die SPD muss anbauen. Spitzenkandidat Ude lockt am Aschermittwoch 3500 Zuhörer. Die Partei stellt in Vilshofen ein Festzelt auf und platzt vor Stolz. Also SPD erstmals mit Chancen im Wettbewerb um die CSU in Bayern. Und das kann man natürlich mit Interesse weiter beobachten. Ich möchte das Thema wiederum wechseln. Und zwar habe ich gestern Abend Fußball gesehen. Borussia Dortmund spielte im deutschen Pokal Viertelfinale in Kiel, Holstein Kiel. Bubi Hoeneß, Mittelstürmer von Holstein Kiel zu Zeiten der Regionalligen, Holstein Kiel einer der norddeutschen Spitzenvereine gewesen. Dortmund hat 4-0 gewonnen, und aber bemerkenswert, auf einem sehr schwer bespielbaren Platz hat hier die Viertligamannschaft von Holstein Kiel etwas gezeigt, was mich wirklich absolut begeistert hat. Die haben technisch auf höchstem dynamischen Tempo ein unglaublich brillantes technisches Fußballspiel gezeigt. Also Balltechnik, Ballbehandlung. Da ist kaum ein Ball vom Fuß gesprungen. Die haben also Doppelpässe aus der Luft gespielt. Und das, was man bei Dortmund nun weiß, wie gut die sind, hier tatsächlich Holstein Kiel überhaupt nicht zweitklassig gewesen ist. Und natürlich insgesamt die Dynamik der Dortmunder Spitzenmannschaft ausgereicht hat, natürlich Torschancen herauszuspielen. Und dann teilweise auch eigentlich alle vier Tore waren aus Überlegenheit bis zum Abschluss letztlich gar nicht mehr zu verhindern gewesen. Aber Holstein Kiel hat also wirklich ein super Spiel vorgeführt, und vor ausverkauftem Stadion die eigenen Zuschauer sicherlich auch begeistert. Also ich war von dem Spiel sehr begeistert. Dortmund 4-0 gewonnen, jetzt im Halbfinale. Heute Abend sind drei weitere Spiele. Da hat nichts von den heutigen Partien so viel Aufladung und Brisanz wie dieses Spiel von Dortmund. Und
wird man mal sehen, wie das weitergeht. Interessant ist ja, dass unsere Berliner Abstiegsmannschaft Hertha TBC lungenkrank jetzt auch um den Einzug ins Halbfinale mitspielen darf, und das ist eines der heutigen Spiele mit Hertha BSC. Ja, gut, dann wollte ich noch sagen, der Vorwahlkampf in Amerika geht ja weiter. Der von den Konservativen, also Republikanern, in den Vordergrund gerückte Mitt Romney hat jetzt tatsächlich 3 Vorwahlregionalkämpfe verloren hintereinander, also gestern oder heute Nacht die Entscheidung. Der schon in Iowa gewonnene ehemalige Senator von Pennsylvania, Santorum, hat in Minnesota, in Missouri und in Colorado mit erheblichem Vorsprung den Romney distanziert. Wenn ich das richtig erinnere, Colorado, Romney sogar auf dem 3. Platz, Ron Paul auf dem 2. Platz. Also, es ist noch nicht entschieden, die Sache läuft noch. Ein Kandidat Santorum, jetzt also 3-mal gewonnen in Amerika als Kandidat um die Präsidentenkandidatenschaft für die Republikanische Partei gegen die Demokraten, für die ja voraussichtlich Präsident Obama wieder antritt. Gut, das war schon mal etwas, was ich sagen wollte hier. Und dann habe ich hier noch etwas zur Inflation zu sagen. Ein Leitartikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf der Sonnenseite hier oben von Henrike Rosbach. Da wird gesagt, dass die IG Metall zu Recht 6% oder noch mehr Lohnerhöhung verlangt. Und hier möchte ich aber wirklich sagen, Leute, dieses als eine relevante gesellschaftliche Sache hinzustellen, die wenigen Leute, die im Metallberuf Tarif hochbezahlte Arbeitsplätze haben, die jetzt herauszustellen als welche, die den Arbeitskampf der Gesellschaft, ja, also das Kapital gegen die Werktätigen hinzustellen, ist natürlich blanker Unsinn. Hier kann man sehen, worum es geht. Die drin sind im Prozess, bekommen 6% Inflationsausgleich. Alle anderen, Rentner, Arbeitslose, Hartz IV und so weiter, werden genau genommen von diesen 6% Inflation hammerhart getroffen. Das ist die Situation. Das muss man sich wirklich vor Augen führen, wie wir hier jetzt in die Inflation gebracht werden. Und nur um zu sagen, es tröstet uns immer, wie viel schlechter es den Griechen inzwischen geht. Auch da ist das gleiche dumme Spiel. Die drin sind, werden überhaupt nicht berührt von den Sparzwängen. Aber die nicht drin sind, gehen wirklich auf dem Zahnfleisch. Also das ist hier unser Theater, was wir durchzustehen haben. Und dann habe ich vielleicht noch etwas Interessantes in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das ich aber nicht durchspielen kann. Das ist hier in der jeden Mittwoch erscheinenden Beilage Natur und Wissenschaft. Nämlich, da hat jemand ein Thema exponiert, was wirklich ganz wichtig ist. Das heißt hier, Hausfrauen, Polizisten, jeder ist als Lehrer geeignet. Die digitalen Systeme werden unsere Schulen und Universitäten zum Verschwinden bringen. Deswegen brauchen wir nicht weniger, sondern viel mehr Lehrer. Plädoyer für eine Cyberakademie von David Gelernter. Ein großer Artikel, das müsste ich extra behandeln, das bringe ich hier nicht unter. Aber die Tatsache, dass sozusagen alle, die was können, im Internet ohne großen Aufwand hervortreten können, und alle, die das interessiert, können da auch ohne großen Geldaufwand rankommen, also das Weitergeben in der Kultur von Wissen, Urteilskraft und Lernen ist im Internet noch überhaupt nicht ganz ausgereicht. Das Internet ist nicht nur Ratgeber oder mal eben oberflächliches Wikipedia-Wissen, sondern tatsächlich, es eignet sich ja das, was man früher mit Briefen machte, ja, im Schachverein mit Postkarten Schachspiele machte oder letztlich über Tonbandkassetten oder Fernuniversität und so weiter, da ist ja das Internet sozusagen die geniale Nummer. Das müssen wir für Natur und Wissenschaft, für die Bildung, für die Möglichkeiten des Lernens dezentral ausentwickeln. Gut, dann habe ich hier noch meine Frauenzeitung, ich kann es nicht anders sagen, die Taz von heute, Mittwoch, 8. Februar 2012, die Tageszeitung aus Berlin, jetzt reicht Griechen, genug gespart, die Forderungen aus Berlin und Brüssel reißen nicht ab, Griechenland müsste endlich ernst machen mit effektiver Sparpolitik,
verkünden Kanzlerinnen und Kommissare. Und aber tatsächlich, die Taz kommt hier zu dem richtigen Schluss, da ist nichts zu machen, denn man kann auch Menschen nicht verdrehen von heute auf morgen, sondern die kulturspezifischen Schwächen Griechenlands können jetzt nur durch Selbstveränderungsmöglichkeiten verbessert werden. Sie können nicht durch Zwang von außen in die gewünschte Effizienz Euro zu produzieren, Goldesel aus der Ecke, das wird es nicht bringen. Und dann habe ich hier in der Taz noch ein weiteres Thema, was ich auch in den anderen Zeitungen gefunden habe. Das betrifft Folgendes. Temperatur in Fukushima-Reaktor steigt. Und ich habe in den anderen Zeitungen auch Berichte aus Cattenom, also an der deutschen Grenze Rheinland-Pfalz, Havarie-Atomkraftwerk. Dann haben wir jetzt gerade Echtzeit die Nachrichten, dass in einigen Ländern, Bulgarien, Rumänien und noch ein Land, das Geld nicht reicht, die ausgeleierten Atomreaktoren abzubauen. Da fehlen Milliardenbeträge zur Sicherung und Abbau von fertigen Atomkraftwerken. Das gleiche Problem haben wir in Grohnde, in Deutschland, überall. Also hier Atomausstieg bremst Rot-Grün, heißt es hier, Klimaschutz und so weiter, und hier drunter Temperatur in Fukushima. Und ich mache mal einen kurzen Auszug aus diesem Ding. Die Probleme bestätigen Kritiker, die die Reaktoren weiter für instabil halten. Man hat die kalte Abschaltung im Dezember zu früh erklärt, meinte Tetsuo Ito, Chef des Nuklearforschungsinstituts der Universität Kinki. Das ist mir kein Begriff. Umweltminister Goshi Hosono vermutet, dass Arbeiten im Gebäude dafür verantwortlich seien. Der TEPCO-Sprecher spielte das Problem herunter. Die Temperatur von 40 Grad am Reaktorboden sei unverändert. Solche Beteuerungen stoßen in der japanischen Öffentlichkeit auf unveränderte Skepsis. Wird doch die Liste der Vorfälle immer länger. Im Dezember hatte TEPCO das Zerfallsprodukt Xenon im Gas von Reaktor 2 entdeckt, jedoch von natürlicher Kernspaltung gesprochen. Vorige Woche war an der Wasseraufbereitungsanlage ein Leck aufgetreten, dabei entwich genug Beta-Strahlung, um die Strahlenkrankheit auszulösen. Wenige Tage zuvor waren 8,5 Tonnen radioaktives Wasser ausgetreten. Dafür machte TEPCO rund 30 Lecks in gefrorenen Wasserleitungen verantwortlich. Der Betreiber hat überwiegend Plastikschläuche verlegt, um Geld und Zeit zu sparen. Mitte Januar war die radioaktive Strahlung auf dem AKW-Gelände um den Faktor 6 in die Höhe gesprungen. Nach TEPCO-Angaben wurden 70 Millionen Becquerel freigesetzt, als Arbeiter Trümmer entfernten und dabei große Mengen strahlenden Staub aufwirbelten. TEPCO, das ist in den anderen Zeitungen auch, es geht ein bisschen in der insgesamten Nachrichtenlage unter, aber ich möchte sagen, ciao, moin, guten Tag, vierti Gott, grüß Gott, liebe Bayern, seid Menschen, so wie ich euch kennengelernt habe. Das war sehr lustig, ich sage heute in Berlin immer noch, grüß Gott, und kriege überwiegend aggressive Antworten, so nach dem Motto, wen du denn triffst. Also, grüß Gott, liebe Leute.